Hallo und herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Beim letzten Mal haben wir noch so ein bisschen am LKW rumgespielt, sind die erste Tour nach Sacramento gefahren. Jo, so stehen wir da, haben gepennt. Ich frage mich gerade, ob ich die Kotflügel hinten dran lasse an den Rädern oder nicht. Schauen wir da einfach mal. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, zweimal geschlafen für halb drei nachmittags. Für eine Frachtfahrt am Tage. Und da gucken wir doch mal rein, was das hier so schön gibt. Wir stehen in Sacramento. Ich würde mal kurz was anderes gucken. Was haben wir denn am Streckennetz überhaupt schon befahren? Der ganze Bereich hier. Immer noch Los Angeles. Okay. Och, na, da haben wir noch haufenweise zu tun. Super. Doch. Sacramento haben wir. Die gewinnbringendste. Gleich nach da oben hoch. Bakersfield, da sind wir schon mehr oder weniger dran vorbeigefahren. Ah, ich wollte mal kicken, haben wir hier eigentlich alles schon soweit? Fragezeichen technisch? Ja, haben wir. Okay. Komm, wir fahren da hoch. Ihr habt die meiste Kohle für. Dann machen wir das. Da wir ja keinen eigenen Trailer kaufen wollen, erstmal nehmen wir das, was wir kriegen. Und das, was wir kriegen, ist hoffentlich das mit dem meisten Profit. Und dann düseln wir da mal hin. Hier habe ich jetzt kein Intro, weil ich die jetzt nacheinander aufnehme. Ich dachte mir jedes Mal, wenn ich für eine Aufnahmesession quasi mache, also mehrere Videos am Stück aufnehme, dann mache ich ein neues Intro. Alter, was ist das hier? Ach so, ich verstehe. So, da wir hier rechts wollen, halten wir kurz an und fahren einfach. So, gehen wir mal links. Der will auch links. Also, ne? Also es ist sein Antritt links, quasi. Bin ja mal gespannt, was uns hier erwartet heute. Wenn wir nach da oben hochfahren, dann kommen wir. Alter. Ach, das soll ein Binnenschiff sein. Wasserdampf oder sowas. So, na dann gib mal her. Dann fahren wir dahin. 8500. Hier können wir nichts verändern. Besser als nichts, oder? Und ich glaube, wir kriegen so ein Level ab, wenn wir das hier abliefern. Das ist ja von der Hydraulikpumpe ein Summgeräusch für die Hochfahrbahnstempel vom Trailer. Und das ist cool gemacht. Tonnen Ding, das steht nirgendwo über. Sind hinten. Ach, hier ist ja nichts. Da brauchen wir auch keine Rundumleuchten. Fahren wir einfach. Ich glaube, das hier ist ja voll normal. Und die Tieflader sehen an dem LKW, finde ich, total geil aus. So im Stand, das rollt ja schön und blubbert vor sie hin. So cool.
Also ich gebe gerade keinen Jas, das macht er alleine. So, wollen wir die rumtrödeln, dann geht es los hier. Ui. Oh ja, knapp. So. So, über die Brücke hier vorne müssen wir rüber, also fahren wir auf der Karte da so schönen Schleifenbogen. Immer rum und dann geht es ab. Ach schön, ich freue mich. Hier eine schöne Firma aufbauen, LKWs kaufen. Ein paar billige Mod-LKWs am Anfang. Damit werden wir dann wahrscheinlich mal 1-2 Runden fahren. Da kommt ein Angestellter drin, die steckt, und dann kann der für uns dickfett Kohle kassieren. Ja, das wird ja nicht so schlecht. Und da das ja abwechseln mit dem Euro-Truck-Simulator läuft, ist das vielleicht mal eine gute Abwechslung. Oder? Denke ich doch. Mal gucken, wann er das andere Getriebe gibt irgendwie. Weil ich möchte, ich guck mal jetzt schnell. Ich möchte nämlich sagen, dass hier dieses 13-Gang-Getriebe reingekommen ist, ne? Also übrigens den hier habe ich beim letzten Video mit in die Mod-Beschreibung reingeschrieben. Also wenn ich Mod aus dem Steam-Workshop in der Videobeschreibung drin habe, könnt ihr den Wortlaut wortwörtlich kopieren und im Steam-Workshop einfach untersuchen, einfügen und dann kommt es da. Also ich schreibe den Wortlaut der Mod, so wie die heißt, schreibe ich darin und dann... so. Den gucken wir uns anderen mal an, den werden wir vielleicht sehr... Oh, warte mal, ist der teuer? Ja, der ist teuer. Ja... Ich wollte hier nämlich nach Getriebe gucken. Das ist Motor. Oh. Ein 18-Gang-Retard, da hebt das schon, aber ich hätte ja einen Eaton. Haben wir das verbaut? Bestimmt, oder? Obwohl, hat doch. Kann ich das sehen? Nee, hier wollte ich nicht hin. Ach, verdammt, egal. Dann fahren wir hier erstmal. Wir müssen hier mal rüber. Hier ist keine Sau. Bist du völlig alleine? So, 5 Meilen pro Stunde mehr, zeigt Depomat drinne. Das ist ein echt angenehmes Fahren. Naja, wenn du schon 80 oder so fahren kannst im anderen Bundesstaat, ist das schon ganz cool. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal, oder bleiben wir in Kalifornien oder fahren wir gleich hoch und arbeiten uns einfach von oben nach unten runter. Ich denke mal, das wäre auch ein guter Plan irgendwie. Ja, wir können ja mal gucken, denn wir sind ja gerade in Kalifornien. Und hier oben wären nochmal 2 Staaten. Immer Oregon und immer Washington. Hier oben war ich selber noch überhaupt gar nicht. Vielleicht sollten wir zusehen, dass wir irgendwie nach Bellingham kommen und von da aus immer uns durch die Karte, durch die Straßen durchfressen. Bis nach unten nach New Mexico runter. Übrigens, schöne Ecke hier. Auf jeden Fall kann ich nur empfehlen. Die beiden DLCs hier oder... waren ein paar mehr, so ja, ich glaube 4 oder 5.
haben sie alle gelohnt. Und so wie ich die gesehen habe, ist der in der Mache. Und ich glaube, der hier. Also die beiden sind in Planung, die wollen sie irgendwie machen. Sind sie bei, bin gespannt. Aber ich will euch hier nicht die Ohren schimmlig quatschen. Also fahren wir hier mal eine Runde. Ob du hier blinkst oder pingst, interessiert in dem Beisatz. Ja, okay. Überhaupt geht. Du kannst hier einfach auf der Straße machen, was du willst, worauf du Bock hast, weil das spielt also überhaupt gar keine Rolle. Da fällt mir gerade noch was anderes ein. Entschuldigung, tut mir leid. Aber wenn ich den Hocker runter mache und den Kopf ein bisschen hoch. Kann ich viel weiter aus dem Fenster rausgucken? Was ich. Uah, Alter. Was ich glaube ich gut finde. Boah! Der ist immer noch da. Okay, jetzt sehe ich neben mir halt irgendwie auch nicht mehr, ne? Auch geil. Wenn ich mir jetzt aber so einen Spiegel vorne an der Motorhaube baue. Wiegestation Umleitungsdienst. Die Lampe leuchtet grün. Das heißt, wir brauchen hier nicht anhalten. Das ist so ein spieleigenes Ding hier. Ihr habt das nur im American Truck Simulator. Wenn das Ding rot blinkt, musst du hier runterfahren. Dann musst du hier auf die Rampe ruf, auf diese Waage anhalten. Dann wirst du hier wogen. Und dann darfst du weiterfahren. Das ist dieses kleine blaue Ding, was unter diesem Euro Truck Simulator wimpelt, da an der Scheibe hängt. Das hat rechts ein rotes Lämpchen. Und grün ist auf der linken Seite. Und das hat. Hier ist Spider-Man, kommt klar. Und das hat hier der LKW drin. Und damit wird, glaube ich, dein Fahrzeuggewicht kontrolliert und deine Fracht wegen. Ah, keine Ahnung, was da in den Staaten für gesetzliche Regelungen gelten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ab und zu blinkt das Ding da. Und dann entweder ist grün, kannst du weiterfahren. Oder musst du anhalten, wiegen lassen. Aber das sagen sie dir immer, schreiben sie dir immer. Ist ja kein Ding, kostet kein Geld, du musst halt nur anhalten, kurz blinken, auf den Knopf drücken, das ist wie eine Mautstation, fährst du weiter und dann ist gut, brauchst aber nicht bezahlen, kostenlos. Ja. Geile, wenn du willst, vor dir kommt nichts. Die Straßen sind so elendig lang ohne große scharfe Kurven. Kommt da auch nichts. Wo ich auch sehr gerne eine Weile mit rumgefahren bin, was aber echt laut ist, ist die Ansicht hier. Aber das ist total laut. Da versteht man dann überhaupt gar nicht mehr. Weil du sitzt draußen mit dem Kopf quasi durch die Decke. Aber die Lampen haben so einen coolen Aufkleber hinten dran. Cooles Detail für so einen Mod. So. Hier ist wieder ein bisschen leise. Okay. Alter. Und der Nachteil ist an der Ansicht, du kannst halt den Kopf nicht drehen. Du kannst die Perspektive nicht ändern. Du siehst die Landschaft richtig geil, wo du gerade hinfährst, wo du langfährst. Das ist echt schön. Aber man kann halt leider die Kamera nicht schwenken, was ich ein bisschen schade finde. Und das ist halt überkrass mega laut. So ein schickes Ding, oder? Gerade noch mal rechts hätte ihr geguckt, ihr habt. Wenn ich hier immer aussehe. Alter. Hä?
Wo? Was? Hä? Hallo? Wo denn? Entschuldige. Da, 16 und okay. Eigentlich ganz geil, der Bordcomputer, der kleine da genau in der Mitte über die beiden großen Tacho anzeigen. Kannst du durchtickern hier. Spritinhalt, wie weit du noch kommst. Auch das, welchen Gang du fährst. Geschwindigkeit und Tempomat. Ah, ist cool. Doch. Der LKW ist klasse. Und links hast du Temperatur und Uhrzeit und rechts hast du den Kilometerstand. Ich mag das Ding auf jeden Fall. Da fahren wir eine Weile mit rum. Den werden wir behalten. Ich drücke Tempomat und er bremst. Dann machen wir das einfach so. Hier können wir theoretisch mit Lichtgeschwindigkeit fahren, weil hier gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Stadtstreifen. Irgendwie auch lustig. So. Aber was ist denn mit euch? Junge. Ich glaube, ich musste manchmal einfach nicht verstehen, wie dieser KI-Verkehr reagiert oder programmiert ist oder was weiß ich. So. Dann wollen wir doch mal schauen. So eine Autos im Straßenverkehr finde ich echt schön. Ist mal was komplett anderes. Ich glaube, hier werden wir auch öfter mal eine Außenansicht fahren. Weil die Landschaft ist geil hier. Die haben sie gut hingekriegt. Da fahren schicke LKWs auf Gegenspur. Das ist halt so richtig amerikanisch. Also bei mir kam da richtig so ein... Ja, wie soll ich jetzt sagen, aber... Man merkt halt, das ist ein amerikanisches Spiel und es soll in Amerika spielen und das haben sie gut hingekriegt, also... Kannst du überhaupt nicht meckern. Einwandfrei. Sehr praktisch. Ist er alleine in der Innenansicht gegangen. Und auch zum richtigen Zeitpunkt. Also wenn du an so einem Volvo mal irgendwie vorbeifährst, oder auch so ein Kenworth mit so einer riesen Bude, dran vorbeifahren, sind die ja nicht so hässlich. Aber selber fahren, so hier, nö. Da finde ich den hier doch schöner auf jeden Fall. So was von. Ich will mal was ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ob das Sinn macht, ob das schlau ist. Aber wenn ich hier... Wie gesagt, ich weiß die Lautstärke... Also ich weiß nicht, was hier für Musik... Kommt überhaupt Musik im Spiel? Spielmusik? Gibt es hier so was? Radio-Lautstärke, ja, ist klar, wenn ich Radio anmache, aber Musiklautstärke, das war hier Menü, Musik, was läuft hier? Nee. Und im Spiel läuft da Musik denn?
Nee, oder? Sie kann nicht hören. Von vorne hier. Naja, weiter weg von vorne. Ja. Von der anderen Seite wäre auch cool eigentlich. Ja. Nee, jetzt kommt eine Kurve. Jetzt könnte sie gefährlich werden. Weil, ne? Nee, das ist mir zu heiß hier. So eine Spielerei hier nicht machen, weil sonst haben wir hier wieder Grund im Malheur. Wann ist ein Fahrer vorbei hier jetzt? Ey? Komm, beweg dich. So. Wenn wir da vor Ort sind, muss ich nochmal irgendwo eine Werkstatt aufsuchen. Und mir nochmal gucken oder angucken, was wir da für die Triebe drin haben, weil. Irgendwie. Alter, laut. Ja, Mann. Bisschen weiter weg noch. Weiter weg. Nein. Mach doch mal so, wie ich das will. Nein, falsche Seite. So, ich wechsle mal die Spur. Das ist so in Vorbeifahrten, sieht da schon ganz geil aus. Alter, jo, mit dem Berg dahinter. Das ist aber geil. Wie das schön ist hier. So ist es toll. So, und jetzt aber los hier. Haben wir Stau getan? Oh, ja, haben wir. Huch. Also wenn du hier so am Gebirgshang entlang fährst, so gerade wenn so Lichtwechsel sind von Tageslicht auf Dämmerung oder so, mit dem Schatteneinfall oder dem, wie gesagt, dem Lichtwinkel, lohnt sich echt hier lang zu fahren. Optisch richtig gut gemacht. Dann sind wir auch schon gleich da, siehst du? Sehr schön. Dann versuche ich mal, doch wir fangen irgendwie, würde ich sagen, an Richtung Washington hochzufahren. Weil das ist für mich doch Neuland, da war ich doch überhaupt gar nicht. Wie da aussieht, interessiert mich eigentlich schon. Deswegen fahren wir da hin. Was soll denn davon? Fahrt doch einfach rum, Mann. Scheiß auf das Stoppschild hier. Tanken brauchen wir noch nicht. Die wollen nicht hier in der Baustelle haben, ne? Und mehr ist hier auch nicht. Doch, da hinten kann ich noch pennen, aber... Ey, rot, scheiße. Ja,
Ja, das ist nämlich auch eigentlich ganz cool. Hier hast du. Eigentlich sind das Dauerbaustellen, aber halt ein Firmen und dadurch hier oft wie so eine Tieflader-Dinger durch die Gegend kutscht. Fährst du halt zu den Baustellen. Finde ich gar nicht schlecht, die löst die Sache hier. Das bringt auch nochmal Abwechslung drin, dann brauchst du nicht auf irgendeine firmilenten Rampengeschichte das Ding da rückwärts ranfahren, sondern. So aus Simulator-Sicht ist das hier schon eine ganze Ecke reeller. So, dann hängen wir den Kollegen da mal ab. Und kassieren hier die 3,80 Mark. Reicht nicht ganz. Echt schade. Ja. Wir sind, wo sind wir? Wir sind. Ach komm, denn nicht schlafen, ist eh schon spät hier. Wenn wir nächstes Mal losfahren, ist dann wieder dunkel. Hier geradezu kannst du irgendwo pennen. Ey, was ist denn da? Der da voll in den Zaun rein geballert, wa? Kiek. Hier können wir pennen. Ein Schotterplatz. Das ist auch schon mir öfter aufgefallen, dass am Straßenrand einfach so ein also wie hier so ein Sandschotterplatz kommt und da kannst du dann halt Pause machen und pennen. So, dann parken wir hier mal ab das Ding. Machen wir das Licht aus. Dann mal gucken nach dem Schlafen, ob da ein neuer Trailer steht. Ah jo. Wo der hinführt, würde ich schon gerne wissen wollen, weil so wie es aussieht, ist das hier die einzige Firma, wo wir auch was laden können. Ja. Ready. Geht ein Stück zurück. Ist irgendwie größer, kriegen wir aber weniger. Gut, die Entfernung ist ja geringer. Macht aber nicht. Dann haben wir das schon mal mit durch. Ich nehme den schon mal an. Das wiegt 40 Tonnen. Da wirkt der dick fette Pudding oben rauslaufen aus der Schornsteine. Kicken wir es aber beim nächsten Mal an. Jo. Ich mache irgendwie die Musik wieder auf leise. Keine Ahnung. Ich hätte mir gewünscht, dass sie. Naja, irgendwie so ganz leicht im Hintergrund dudelt. Irgendwie Radio kann ich ja leider nicht anmachen. Jo. Na, wie weiter geht, gucken wir beim nächsten Mal. Also, bis dahin, macht es gut. Ciao.